Hallo liebe Klaus-Schulze-Fans, ich bin's, euer Olaf, und ich habe Post bekommen von SPV. SPV war das Plattenlabel von Klaus Schulze und ist es jetzt wieder. Und Post zu bekommen kann nur eins bedeuten, ich habe mein Musterexemplar von 101 Milky Way bekommen. Ihr wisst, Klaus ist 2022 gestorben und alle dachten jetzt natürlich, Deus Arrakis ist und wird das letzte Album von Klaus sein. Aber zum Glück haben die Söhne von Klaus sein Vermächtnis, sein Erbe sozusagen übernommen und sind da auf einiges gestoßen, was noch unveröffentlicht ist. Unter anderem der Soundtrack von einer Dokumentation von dem Film Hacker. Ein paar Jahre zurück, ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf genau wann. Und diese Musik ist jetzt veröffentlicht worden und ich hatte den Söhnen ein bisschen dabei geholfen bei den Recherchearbeiten und als Belohnung habe ich jetzt ein Musterexemplar hoffentlich bekommen. Ich gucke mal. Ich hatte das vorher schon aufgeschnitten, nicht wundern. So. Da haben wir, okay, einmal die CD Milky Way, KS101 Milky Way, wenn man es genau nimmt. Ein kleines Infosheet über das Album. 2008 ist dieser Hacker-Soundtrack komponiert worden. Und hier haben wir die LP. Da ist natürlich wieder die langen Tracks von Klaus, mussten hier aufgeteilt werden auf A, B, C und D auf 4 Seiten. Es ist also eine Doppel-LP und das Artwork sehr schlicht gehalten, aber ich finde sehr schön. Und ich will das jetzt noch nicht aufschneiden und zu viel verraten. Aber ich schätze mal, dass das Artwork ähnlich ist dem Artwork des Digipacks innen, also mit Konstellationen, Sternkonstellationen und Synthesizer-Namen. Ich will nicht zu viel verraten. Es ist ein vollwertiges Album. 79 Minuten 38, also die Kapazität voll ausgeschöpft. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Tracks, die heißen Infinity, Alpha, Multi, Meta und Uni oder Juni. Und im Hintergrund hört ihr einige Snippets, die ich aus dem Hacker-Video rausgeschnippelt habe. Also nicht direkt die Musik, die hier auf der CD oder auf der LP ist, sondern die so in dem Film vorgekommen ist. Wirklich nur Schnipsel wurden damals benutzt. Und hier haben wir die ganzen bis zu 14, 15 Minuten langen Tracks. Ich hoffe, ihr bestellt euch das neue Album. Ich glaube, es ist wirklich super toll. Und ja, hoffen wir, dass in Zukunft da noch einiges in den Archiven von Klaus gefunden wird. Bis dann.